Wir sind unter dem Kalvarienberg in Sonthofen, angelegt in den 30er Jahren als einerseits Luftschutz, Stollen und Bunker, aber auch im Zuge des Baus der Burg der Kaserne im Nationalsozialismus. Soweit Diakon Herges. Ein Gang unterhalb des Kalvarienbergs also. Hierher haben er und Diakon Gerhard Kahl zu einer spirituellen Feier eingeladen. Die Teilnehmerzahl ist streng limitiert. Normalerweise feiern sie auf dem Kalvarienberg. Im Winter ist es dort einfach zu kalt. Und dann kam ja plötzlich die Idee, ja, wir könnten ja mal bei der Stadt fragen und diese Unterwelt mal anschauen, weil hier ist einfach der Vorteil, hier sind wir von der Temperatur unabhängig, wir haben immer 7 bis 8 Grad, wir haben keinen Wind, keinen Regen, also eigentlich ideal und interessant ist es auch. Und es wäre ja auch ein Ort, der in der Christenheit eigentlich immer auch eine besondere Bedeutung gehabt hat. Unter dem Aspekt lade ich ein, dass wir Fürbitte halten. Und trotzdem kein Gottesdienst im eigentlichen Sinn, aber doch eine Feier mit Gebet, Fürbitten und Gesang. Eine Zusammenkunft mit ganz eigener Stimmung, getragen von unerwartet viel Lachen und einigen Witzen, doch zunehmend auch nachdenklich. Zu Beginn der Feier wurde die Aufmerksamkeit auf die eigene Körperwahrnehmung gelenkt und auf Dinge, für die jeder Einzelne dankbar ist. Die Art der Gottesdienste hat als ein zentrales Element, dass wir alle Anwesenden versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen, ohne dass es eine Diskussion wird. Also es gibt immer ein Oberthema und jeder ist dann aufgefordert, etwas, was ihm dabei durch den Kopf geht oder ihr, dazu in die Gruppe reinzubringen. Und das sind teilweise sehr religiöse, aber auch manchmal auf den ersten Blick überhaupt nicht religiöse Themen. Und ich empfinde das als sehr bereichernd, dass Menschen die Möglichkeit haben, sich gegenseitig von sich und ihrem Glauben zu erzählen und damit sich gegenseitig bereichern. Und das taten die Teilnehmer sehr offen, obwohl keiner gedrängt wurde, etwas zu sagen. An diesem Tag ging es um das Thema Überfluss. Bildlich übersetzt in eine Schale mit Wasser, ein Synonym für das Leben. Es läuft voll, bis es überläuft. Die Frage stellt sich, was passiert dann? Wie geht man damit um? Antworten darauf gab es verschiedene und vielleicht ist es vor allem wichtig, sich der Frage überhaupt mal zu stellen. Eindringliche Momente, die nachhallen, Worte für die Seele. Ich habe heute meine Tochter aus Friedrichshafen extra noch mitgebracht, um mir das zu zeigen, weil es ist einfach schön. Also ich finde es toll. Ja, ich habe mich wohl gefühlt, das ist ganz gut. Das Licht hat mir ein bisschen gestört, aber ansonsten es ist sehr schön gewesen und war ein Versuch auf eine etwas modernere Art und Weise mit Achtsamkeitsübungen über sich und den Glauben nachzudenken. Das ist das, was ich mir gedacht habe, was ein positiver Versuch ist. In die katholische verstaubte Kirche, die hier verstaubt ist, aber eben nicht verstaubt, weil man was probiert hat, das gut ist. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier gewesen bei den Herren Kahl und Herges und ich muss sagen, sie machen es immer sehr, sehr schön. Also mir hat es heute auch wieder sehr gut gefallen und die Location ist einfach wunderbar, dass man ein bisschen runterkommt, dass man ein bisschen geerdet ist dann wieder. Man ist mehr bei sich selbst, weil man durch nichts abgelenkt ist. Also es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Ich bin zum ersten Mal in den Katakomben, war aber an den Gottesdiensten schon draußen öfter. Also mir gibt es immer sehr viel und jetzt heute dieses Thema der Überfluss ist wirklich viel zum Nachdenken. Der Gang unterhalb des Kalvarienberges ist kein gemütlicher Ort. Eine feuchte Kälte kriecht mit der Zeit durch die Winterkleidung. Es ist staubig, die Beleuchtung spärlich, die Stille ungewöhnlich. Und trotzdem wurde das Herz warm, so kitschig es klingen mag. Die Kombination von sanfter Gitarrenmusik, das Gefühl des Angenommenseins und die Denkanstöße für das Leben haben das wohl geschafft. Kein Wunder, dass viele der Teilnehmer wiederkommen wollen.